So, ja, willkommen zu einem neuen Video. Ich spiele jetzt eine einzige kleine Runde QSG, denn ja, das Video ist ein bisschen spontan, weil eigentlich wollte ich ein anderes hochladen, aber da habe ich Arena PvP wieder gespielt und ja, kann ich jetzt nicht zweimal hintereinander dasselbe hochladen, deswegen mache ich es halt nicht. Okay, nice, 1-8. Hab wieder seit Jahren kein 1-8 mehr gespielt. Na gut, das Thema hier ist, dass ich meinen RP-Ordner jetzt releasen werde, sag ich mal. Also ich packe einfach den in die Beschreibung, wer den downloaden will, kann ihn downloaden, die anderen könnt es lassen. Okay, wow, er hackt halt wirklich, guck mal seinen Namen und dann hackt er. Ist halt komplett eine Legende. Habe ich Pfeile? Nein, ich habe keine Pfeile. Mein Gap wird nicht gegessen. Okay, ich hole ihn denn jetzt. Mal schauen, ob er mich weghackt oder ob ich ihn bekomme. Ja, ich bekomme ihn und wer hat noch gecleant. Und er hat eine. Ja, er bekommt einen Helm von davon. Hey, ich treffe keine Pfeile. Ich werde zurückgebackt. Fair. Ich baue ihn jetzt einfach hier. Oh Gott. Fighte doch. Einfach ganz normal, bitte. Ich will jetzt einfach nur noch zu low spammen. Nice. Ja, auf jeden Fall findet ihr jetzt meinen RP-Ordner in der Beschreibung. Ich kann einmal ganz kurz zeigen, was ich drin habe. Das mache ich gleich, wenn die Runde vorbei ist. Ja, und zwar mache ich das Ganze jetzt einfach nur, weil ich jetzt irgendwie in den letzten 5 Tagen oder auch in den Streams wurde ich irgendwie bestimmt jetzt mindestens 20 Mal angeschrieben, ob ich ihn releasen kann. Was mich, es hat mich, oh Gott, voll überwundert. Es hat mich echt irgendwie ein bisschen gewundert, weil eigentlich wurde ich so ziemlich nie angeschrieben, ob ich ihn releasen kann und jetzt auf einmal so. Keine Ahnung, so 20 Mal innerhalb von 3 Tagen. Und ja, ist gut. Ich weiß, dass du Kurs gespielt. Muss mich nicht rotspammen. Das ist so ein Drecksmodus, ne? Und er hat sich ausgelockt. Dann feile ich den jetzt. Ja, den hab ich. Und er hat die Regeneration. Hab ihn trotzdem. So, und jetzt kommt doch der andere und will Stuff clean, oder nicht? Was man noch sagen könnte, ist, dass wir bald Mind Talk UAC Season 1 hosten werden. Ja, falls euch jetzt wundert, 1, ja, wir haben schon mal 1 gemacht, aber wir setzen es wieder auf 0 zurück, weil, ja, jetzt wird jedes Mind Talk UAC gestreamt, damit es auch keine Rare mehr gibt und, ja, keine Ahnung, letztes Mal war es irgendwie komisch, da hat fast nie, also wirklich fast keiner was hochgeladen, da, ja, okay, also fast keiner zu sagen ist auch übertrieben, aber so locker die Hälfte hat es nicht hochgeladen. Es ist doch fair, ja, okay, ich habe ein Eisenschwert, aber, das musst du schon verkraften. Er hat einen Gap und er heult rum, dass es nicht fair ist. Er wird halt einfach zerstört, ne? Kann man halt nichts machen. Nice! Okay, GG. Das sind dann die RPs, die hier drin sind. Ja gut, ich meine, ihr werdet es schon selber sehen. Ich finde auf jeden Fall die ganzen RPs sind recht nice. Und ja, in der Beschreibung ist der Link. Macht's gut, haut rein und ciao. They just wanna see me fall when I've been giving my all. I'm just gonna do it my way. My